Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen Leute. Welcome back zu diesem neuen tollen Video. Wenn ihr noch kein Like da gelassen habt, dann tut das jetzt mal. Aber ihr könnt das natürlich auch erst machen, wenn ihr erstmal gehört habt, um was es überhaupt in diesem Video heute geht. Ihr seht es wahrscheinlich eh schon im Titel, Leute. Der sollte irgendwas mit Minecraft und stirbt aus heißen. Oder noch mehr Clickbait, ihr wisst Bescheid. Ihr kennt ja alle im Moment den Fortnite-Hype. So, Fortnite, bam, ist auch ein cooles Spiel. Kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ihr könnt ja mal hier oben abstimmen jetzt gerade. Ich werde auf jeden Fall ein paar Abstimmungen machen. Was sollte jetzt hier oben sein? Einmal abstimmen, Leute. Was haltet ihr denn so von Fortnite? Beziehungsweise, mögt ihr Fortnite nicht? Oder ist euch das einfach egal? Oder vielleicht spielt ihr es ja auch. Irgend sowas könnt ihr da oben jetzt abstimmen. Und, ja, Leute, ich habe mir dann natürlich so überlegt, stirbt Fortnite aus? Ihr seht jetzt auf jeden Fall ein paar Bilder eingeblendet von den Minecraft-Servern im Moment so, wie so die Spielerzahlen aussehen. Und da seht ihr auf jeden Fall, das Ganze ist nicht so positiv. Wir können gerade mal eine 8x1-Runde hier reingehen. Auf jeden Fall dachte ich mir dann so, ja, okay, es kann natürlich auch im Moment daran liegen, dass auf jeden Fall gutes Wetter ist, weil, also heute ist jetzt Donnerstag, wo ich das aufnehme und schneide und wo das Video hoffentlich auch hochgeladen wird. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr heiß draußen. Ich glaube teilweise bis zu 28, 27 Grad, zumindest jetzt hier in NRW. Und ja Leute, das ist verdammt heiß. Das ist schon extrem heiß. Und natürlich geht man deswegen auch mal raus und so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich glaube, das nennt sich Real Life und das haben halt manche Menschen. Und, jetzt geht nicht ernsthaft die Kamera aus. Aber das ist nicht eher ein Ernst, Alter. Ich habe sie doch aufgeladen. Wechseln Sie den Akku, halt dein Maul. So, nachdem meine Kamera gerade ausgegangen ist, muss ich ganz kurz hier mal neu was machen. Da kommt schon ein Gegner. Ja, und Leute, ihr kennt ja alle das Format Hackerbann. Oder hoffentlich kennt ihr das. Sonst schämt euch. Und, ja, oder sonst guckt einfach mal in die Playlist rein. Ah! Komm weg! Geh weg, du Schingel! Ah! Nein! Oh mein Gott! Ja, oh mein Gott! Bitte was? Ich hab ihn noch gekillt, okay. Ich bin stolz auf mich. Ihr kennt ja alle bestimmt Hackerbahn und wenn ihr es noch nicht kennt, dann guckt auf jeden Fall mal in die Playlist rein, die ich jetzt auch einfach mal in die Beschreibung verlinke. Beziehungsweise, ich kann die, glaube ich, sogar in die Info... Kann ich die in die Info legen? Also, wenn ihr jetzt nicht mehr weiter gucken wollt, sondern vielleicht Hackerbahn gucken wollt, dann schaut auf jeden Fall mal da vorbei. Ist auf jeden Fall eine Playlist verlinkt. Da könnt ihr alle Hackerbahn-Videos mal angucken. Da kommen wir nämlich gerade... Ich zeige euch einfach gerade mal von ein paar Ausschnitte von dem Hackerbahn, was ich heute versucht habe aufzunehmen, was aber irgendwie nicht so ganz geklappt hat. So, der Robotmann soll hacken tatsächlich. Okay, das mit den Blöcken unter sich platzieren sieht jetzt noch nicht so verdächtig aus. Das sieht auch eher nach Skills aus, Leute. Der Netflix soll hacken. Hat er einfach Teile meines Namens geklaut. Der soll auf jeden Fall hacken hier. Okay, er lässt das auf jeden Fall droppen und so. Und das Hochbauen sieht mir jetzt auch eher weniger wie ein Hacker aus. Ja, Leute, ihr habt es gerade wahrscheinlich selber gesehen. Und zwar findet man einfach im Moment keine Hacker. Beziehungsweise meine Sucht ist gerade einfach, sind keine Hacker da. Es sind nicht wirklich Hacker da. Ich habe jetzt wirklich 10 Minuten oder so probiert, Hacker zu finden. Und es waren absolut keine da. Ja, also nehme ich jetzt dieses Video auf, um quasi mal das anzusprechen, Leute. Was ist eure Meinung dazu? Stirbt Minecraft im Moment aus? Spielt ihr gerade alle Fortnite? Und so weiter. Schreibt das unbedingt mal in die Kommentare rein. Lasst uns da einfach mal ein bisschen diskutieren. Und ja, was das natürlich zur Konsequenz hat, dieses Aussterben von Minecraft, ist natürlich, dass Server darunter leiden. Beziehungsweise in dem Fall leiden wir nicht darunter, sondern es ist eigentlich gut, dass halt keine Hacker mehr da sind. Aber andernfalls haben wir natürlich auch weniger... Oh, sehr gut. Gut, dass ich hier gebuggt habe. Haben wir natürlich auch weniger Spieler. Und das ist natürlich doof, wenn man jetzt weniger Spieler hat. Wisst ihr Bescheid, Leute, das ist natürlich für keine... Ich meine, die Server wollen natürlich auch viele Spieler haben, weil ich will ja auch meine Plugins für viele Spieler programmieren und nicht nur für ein, zwei. Also es ist ja cooler für mehr Leute, etwas zu einem Server zu machen, als für wenige. Ja, mal gucken, wie weit du hochkommst.
dein Bett ist, glaube ich, das freie da vorne. Ist das dein Ernst? Ist dein Ernst? Er setzt einfach den Block nicht. Warum? Um nochmal zurück aufs Thema zu kommen. Was denkt ihr denn davon? Wird Minecraft wirklich aussterben? Also, ich fände es eigentlich schade, weil Minecraft ist ja wirklich ein so vielfältiges Spiel. Du kannst alles da drin machen, gefühlt. Und Fortnite ist halt auch cool. Aber es hat nicht so viel wie Minecraft. Deswegen denkt ihr, dass Fortnite einfach gerade so ein Hype ist und der wird sich widerlegen und dann wird wieder auch Minecraft gespielt? Oder wird Fortnite Minecraft ersetzen? Das könnte sogar sein. Das könnt ihr jetzt auch einmal hier oben abstimmen. Was ihr eigentlich denkt, und man sieht es ja, wie gesagt, an den Bildern von dem Ganzen und an anderen Fakten, ob es wirklich ausstirbt, das werden wir dann sehen. Aber natürlich ist es für die Server bestimmt nicht so super, wenn sie weniger Spieler haben. Und ja, natürlich sterben dadurch teilweise auch Minecraft-YouTuber. Die ganze Bedwars-Szene teilweise läuft ja, glaube ich, auch nicht so gut im Moment. Ja, was guckt ihr denn eigentlich noch so auf YouTube? Spielt ihr nur noch Fortnite und guckt trotzdem so Minecraft-Videos? Schreibt das unbedingt mal rein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr so Meinungsvideos wissen wollt oder so Themen mal, wo wir drüber reden gemeinsam, dann schreibt das auf jeden Fall auch mal in die Kommentare. Ich habe, wie gesagt, ich wollte einfach jetzt mal so ein Video ausprobieren, mal gucken, wie gut das bei euch ankommt, ob ihr Bock auf noch mehr von sowas habt und ja, haut rein und ciao, ciao.